Chiptuning Raw, 61. Ausgabe. Wir bleiben am Ball. Genau. Haben wir ja unseren Fans versprochen. Wurde auch, ja, ich sag mal, was heißt zahlreich gesehen, aber war okay. Standard, also bei 1000 Aufrufen bin ich eigentlich zufrieden. Ja, ja, das dann passt. Dann sage ich immer. Ja, okay. Und sag mal so, die Fans können uns heute auch mal ein bisschen bedauern, weil ich habe mich an Krücken hier hochgeschleift und du musst, weil du zurzeit so komische Arbeitszeiten hast durch die Lockdown-Scheiße, musst deinen freien Tag heute opfern. Das ist alles für euch, ja, Freunde, ne? Zuschauer. Ja. Liebe Zuschauer. Ja. Ja, ja, so sieht's aus. Aber wir haben ja gesagt, wir versuchen noch ein bisschen zu liefern. Wird wahrscheinlich wieder kein 4 Mio, weil es fehlen noch 5.000. Und das Kuriose ist, intern sind wir schon bei 4,2 Millionen, aber ja, egal. Das, was angezeigt wird, sehen ja halt die Leute leider. Ne? Wir werden mit Sicherheit auch nochmal irgend so ein Weihnachtsding, wenn wir noch hinkriegen dieses Jahr. Ja. Ja, und dann gucken wir mal. Also einmal im Monat sollten wir hinkriegen. Müssen wir unsere Oberstübchen mal ein bisschen... Solange du bisschen da machen, deinen freien Tag bereit bist zu opfern... sollte das gehen aus den lieblichen Bergen des Odenwalds? Richtig, ja. Wie heißt hier der höchste Berg im Ort? Rindidim oder so? Rindidim, ja. Ja, habe ich letztens auf. Übrigens ist hier Skigebiet, ne? Oder war früher, Neunkirchener okay. Höhe. Ja, das sagt mir was. Das sind noch die Fragmente von einem Skilift. Ja, also, das wir sagt sind mir hier quasi was. Mitten im Urlaubsgebiet. Ja, Ischgl, was ist Ischgl, ne? Ja, genau. Ja, liebe Zuseher. Zunächst mal vielen Dank für die zahlreichen Fragen, die wir so nach und nach mal abarbeiten werden. Auch wenn natürlich eigentlich vieles sich schon in Raws vorher erklärt hat. Aber wir nehmen es jetzt mal so hin und kümmern uns nochmal drum. Ich habe übrigens festgestellt, weil ich habe mir mal einen Zettel gemacht, wo ich die Fragen ausgedruckt habe, dass zwischendrin Fragen verschwunden sind. Ja. Also wir tun da nichts irgendwie löschen oder so. Vielleicht hat es der User selber gelöscht oder ich hatte ja schon das Problem, dass ich ja eigene Kommentare von mir auch verschwunden sind. Vielleicht fingert da auch YouTube mit rum. Also wie gesagt, ich habe so 2-3 Sachen mir sogar noch aufgeschrieben, die ich jetzt nicht mehr gefunden habe, damit wir der Geschichte auch nachgehen können. Und dann würde ich sagen, ich starte jetzt hier mal mit 1-2 Geschichten und die können wir schnell abhandeln und dann kommt wahrscheinlich eine Frage, die länger. Die hat uns Delta Golf geschrieben, ganz ehrlich. Ihr solltet sogenannte Reaction-Videos machen, wo ihr als Experten die anderen Experten bewertet. Die Namen der Experten in den Titel und hier habt ihr sehr, sehr viele neue Zuseher. Beef kommt in der Szene immer gut an. Ja, generell ja nichts Falsches, dass Beef immer gut ankommt, aber ja, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, dass das eigentlich nicht unser Ding ist. Nee. So, sagen wir mal, ich will ja gar nicht sagen, über andere lästern, aber jetzt zu sagen, okay, wir haben uns jetzt das und das Video angeguckt, wir sind da aber anderer Meinung, weil wir die und die Erfahrung gemacht haben, ne? Da will ich jetzt gar nicht... Ja, Fakten haben wir ja immer diskutiert. Fakten haben wir auf jeden Fall, ja. Aber ich wusste ja gar nicht, was das ist, ich bin jetzt mal ehrlich, ne? Ja. Und dann habe ich mir von dem Elektrorennfahrer und Tuningfirma, die ich nicht gut finde, habe ich mir mal Reaction-Video angeguckt, wo er da irgendwie... Bibi stellt ihr Haus vor, irgendwie sowas. Dann habe ich gedacht, Alter, du bist Rennfahrer. Das interessiert dich doch gar nicht. Was musst du so Büchsenkram da machen, nur wegen Klicks, ne? Also, sehe ich keinen Sinn drin. Zumal, man muss ja auch sagen, sagen wir mal so, im Gegensatz zu uns sind diese anderen Kanäle ja echt gewachsen, ne? Mhm. Wenn ich hier so gucke, die Frau Pläte, Kalate, die mittlerweile an den 100.000 Abos kratzt, ja? Oder Kalate, ich weiß es gar nicht, wie es heißt. Auch nicht. Und jetzt auch im Fernsehen ist, ne? Also alles, worüber wir uns lustig machen, wächst ohne Ende. Ja. Und wir sitzen immer noch hier mit unseren 3 Abonnenten. Aber also ich glaube auch diese Reaction-Videos, wie man das so nennt, das ist vieles auch, glaube ich, gesteuert von irgendwelchen Agenturen. Ja, weil die wissen, also, das kurbelt es an, wenn dann irgendein Montana Black sagt, ach hier, ich habe jetzt mal Montana Black, das ist doch auch so dieser Spiele-Typi da. Der war doch letztens... War der doch irgendwie in Kritik, weil er da irgendwo so am Strand langgelaufen ist und dann immer die Weiber so angemacht hat? Ist das so einer Koksnutten irgendwie? Ja, so? Der ist schon ein bisschen assi. Okay. Der ist auch so, bei Twitch ist der auch eine große Nummer, wenn er dann irgendwelche Spiele da spielt. Was und so. Ist Twitch?
Ja, so eine Streaming-Plattform. Twitch. Okay. Ja. Ich sehe schon, ich muss mal in die Regie gucken hier. Naja, egal. Auf jeden Fall, der reagiert auch ab und an mal auf irgendwelche Videos von JP und was weiß ich. Und der hat auch viele Abonnenten. Ja. Also der hat Millionen Abonnenten. Ja. Und, ich habe ja schon das letzte Mal gesagt, wenn so iPhone-Influencer wie dieser Felix Barr plötzlich Autos testen, ja, oder wenn ich, wie heißt es, Next Move oder Next News, diese, wenn ich diesen Lurch sehe mit seinem Elektro, jetzt kommen wir ja doch in die Richtung. Nein. Dann muss ich sagen, ja, die gehen mir zwar auf den Sack, aber nee. Ist nicht wert am Ende, oder? Nee, ich muss auch sagen, ich gucke kaum noch und mir geht es echt besser, seit ich nicht mehr gucke. Ja? Seit ich mich nicht mehr drüber aufregen muss, was der Ölprinz erzählt, was ihm aus irgendwelchen geheimen Quellen einer über den Motor verraten hat und dass er der Einzige ist, der irgendwas programmiert. Und wenn ich mir nicht angucken muss, wenn der JP über Produkte erzählt, die wären von ihm und was ich mal schon vor 100 Jahren in Ross, geht es mir viel besser. Ja? Bleibt der Produkt gescheit. Also da muss ich sagen, also ich bin für diesen Reaction-Kram ohnehin zu alt. Wenn du das auf deinem Kanal machst, kannst du ja machen. Ich komme dann vielleicht auch mal auf Besuch. Ja, genau. Oder du machst Reaction auf Chiptuning raus. Ja. Sagst, ey, guck dir die zwei Arschlöcher an, ey, so eine Scheiße. Oh, es klingelt gerade, wer steht da vor der Tür, ne? Aber ja, schwierig. Und vor allem muss man auch immer eins sehen, gerade jetzt so die auch viele Abonnenten oder Fans auch haben, oder wie so ein JP oder sowas, die haben ja eine unheimlich große Fanbase, die, sag ich mal, auch gar nicht wissen wollen, was jetzt wirklich ist, sondern die wollen dich einfach unterhalten fühlen. Ja. Und die machen dann gibt es dann nur noch Hasskommentare. Teilweise geskriptete Darsteller, die Tuner spielen. Und wie gesagt, also unser Kanal ist auch zu unbedeutend und ich habe auch gar keine Lust mehr auf die Beef-Scheißen hier. Später kommen wir noch dazu, da war auch wieder zweimal 102 Oktan dabei. Ja. Einmal aber aus Spaß, glaube ich, ne? Der Herr Tomek. Da muss ich sagen, ey, lass stecken. Also hier, was weiß ich, Andi OPC hat auch geschrieben, ein paar YouTube-Tuner mal wieder durch den Kakao ziehen wäre cool. Ja, stimmt, aber nee, andererseits, gut, es wird immer mal wieder was geben, ja. Was weiß ich, wenn der Marktführer mal wieder irgendeinen Kack macht, vielleicht, wo mir mal. Da geht aber auch nichts so wirklich. Ich will es nicht versprechen, dass ich überhaupt nicht mehr irgendwie mecker, aber ich ehrlich, wir machen unser Ding und lass die alle rennen. Mich interessiert es nicht mehr. Es ist für uns kein Verkaufsmedium, es bringt uns nicht voran. Wir haben Spaß dabei und wir können irgendwie so die alten Zeiten wieder aufwärmen, sitzen hier zusammen, machen Sendung, ist geil. Wie so ein Kaffeekränzchen, wo man sich einmal im Monat trifft. Wie war das, Stettler und Waldorf? Oder ja, genau. Ja, nee. Nee. Bei der Muppet Show, die Basis. Ja. So ähnlich aber. Ja. Und ich glaube, dabei belassen wir es auch. Und ich glaube auch, das würde alles gestrikt werden, weil ich steigere mich dann so rein. Dann benutze ich wieder. Wir hatten übrigens mal, das ist ganz interessant, das ist im Giftschrank, aber das werden wir auch nie zeigen können. Wir hatten auch mal über ein Raw über die Kalate gemacht. Ja, ne? Da hatte ich eine Perücke auf. Ja. Habt ihr leider nie gesehen. Nee. War sehr lustig. Haben wir aber nicht versendet, weil wir gesagt haben, naja, komm. Also wir haben es gar nicht probiert, weil es wäre sowieso gestreikt worden. Ja, aber auch so. Das, irgendwann ist dann auch mal gut. Ja. Also ich will nicht sagen, wir haben es hinterher geguckt und haben uns dafür geschämt, das nicht. Wir haben ja so keine, da muss schon mehr kommen, keine Schamgrenze, ja. Aber ey, lass die alle machen. Das Influencer-Leben ist so hart. Wenn du heute auf dem YouTube-Strich unterwegs bist und musst den Leuten Autos anbieten, das ist noch viel schlimmer wie die Jobs, die wir zwei so haben. Ja. Ganz ehrlich, du. Musst den Autos anbieten, wo du selber nicht von überzeugt bist, weil dich auch nicht interessiert, ne? Und die Steigerung davon ist dann noch Elektroauto-Influencer. So wie der, weiß nicht, Nico Dingsbums da, der erst Lambo gefahren ist. Und der Blicke, der einen ganz schönen Absturz hingelegt, meiner Meinung nach. Ja. Oder wir bashen ja jetzt schon so ein bisschen. Carmaniac, ne? Ja. Aber wie gesagt, das, überhaupt bei diesen Elektrokanälen, da sind so viele Verirrte. Aber das ist auch so religiös bei denen. Ja, nein, also... Lassen wir das. Wollen wir eigentlich gar nicht drauf eingehen.
tun wir mal so, als hätte dieses Gespräch nicht stattgefunden. Richtig. Jetzt hat uns hier V. Max Hubi geschrieben, Kai hat das Thema N54 noch unbeantwortet gelassen. Und ich weiß, irgendwie in einem der letzten alten Raws wollten wir das Thema noch machen. Ja. Und wahrscheinlich habe ich dann gesagt, nee, hör auf mit der Scheiße. Oder ich weiß es nicht mehr. Und warte mal, ich will gerade mal gucken, noch irgendjemand hatte geschrieben, M5, aber der meinte offensichtlich auch deinen, ich find's jetzt Dreier? Nicht. Der meinte deinen Dreier. Egal, wenn ich das jetzt hier nicht finde, dann erzähl uns doch einfach mal von deinem himmlischen Dreier. Also ich weiß gar nicht, wie weit wir da waren, aber ich glaube, so den Ladeluftkühler hatten wir schon. Ne? Ich kann dir sagen, du hattest diesen Ladeluftkühler bekommen und da hatten wir erste Messungen gemacht, die, wie ich es prognostiziert hatte, Medium waren. Ja. aber du hast dann noch irgendwie getüftelt und hast dann auch mal Zeiten und so. Also erzähl mal ab dem Thema Ladeluftkühler. Und man kann ja auch bei dir auf dem Kanal sehen, du warst ja mit dem Ding auf dem Prüfstand dann nochmal, wie es final war gemacht. Und wie meine Nachbarn hier schon bemängelt haben, ist dein Auspuff auch viel zu laut. Ne? Ja, da gab es schon auf dem Deckel. Ne? Ja. Muss das denn sein? Ja. Also Ladeluftkühler reingemacht und dann hatten wir das nachgemessen und in der Messung ist dann rausgekommen, also PS-mäßig in der Spitze hat es jetzt nicht so viel gebracht. Der war jetzt aber auch von der Größe her jetzt nicht so viel unterschiedlicher wie der Original gewesen, muss man dazu auch sagen. Ne? Ja. Der hat schon mehr Volumen gehabt und auch irgendwie so ein besonderes Netz oder bla bla bla, was einem in der Werbung zumindest versprochen wird. Und das waren irgendwie, was weiß ich, gemessen 2 PS und ein paar 20 Newtonmeter hatten wir da mehr gehabt. Aber du hast halt schon gemerkt, bei warmen Temperaturen kühlt der Tomek schon war besser. Das, der Tomek war das, der hat geschrieben, einzelne Maßnahmen an deinem M5, aber der hat wahrscheinlich deinen Dreier gemeint. So, habe ich dich jetzt rausgebracht. M5 wäre auch nicht schlecht, ja. wie gesagt, das war jetzt, sag ich mal, vom reinen Ergebnis her, also auf dem Papier zumindest, enttäuschend gewesen. Ja, also habe ich mir mehr von erhofft. Aber am Ende, also es hat schon was gebracht, aber halt nicht so den Effekt, den ich mir jetzt vielleicht erhofft habe. Okay, was soll man machen? Man muss ja auch mal ausprobieren, ne? Ja, aber das hast du noch weitergemacht. Ja, dann... Okay. Achso, ja, Gott, dann, Entschuldigung. Dann, ich muss mich erstmal wieder sortieren. Und dann dachte ich mir, ja gut, was machen wir als nächstes? Hardware muss man doch noch mal irgendwas machen können. Ja, Downpipes rein, wisst ihr alle, Einzeller-Cut nenne ich es jetzt mal, reingeschraubt. Im Kennfeld dann natürlich auch die Monitorsonden, die Lambda-Sonden rausprogrammieren, dass da halt kein Fehler kommt, ne? Weil sonst sagt ja die Nach-Cut-Sonde, Cut funktioniert nicht. Gibt es auch irgendwie so Dongles mittlerweile? Da gibt es auch so, das nennt sich Lambda-Cheater. Ja. Ich weiß gar nicht, was die kosten. Die kann man aber auch, glaube ich, überall kaufen. Ist auch nicht so teuer. Und die dreht man dann quasi zwischen die Lambda-Sonden und den. Ja, aber sag mal so, rausprogrammieren ist natürlich Königsweg, ganz klar. Eben, ja. Und das dann rausgemacht und dann auch gemessen. Und ich meine, das hatte auch nochmal so 18 PS gebracht, 25 Newtonmeter. Mhm. Es war aber mehr spürbar, als jetzt, sag ich mal, von den PS her ausgedrückt ist, weil der vom Drehmomentverlauf, also vom Drehzahlband her, viel drehfreudiger Richtung 7000 jetzt ist. Also vorher war es wirklich so 6,5, hast du so gemerkt, dass jetzt auf einmal das Drehmoment relativ stark abfällt, weil er wahrscheinlich auch zugeschnürt ist durch die Cuts. Ja? Und jetzt, wo ich dann auch nochmal auf dem Prüfstand war und auch den anderen Auspuff nochmal dran gemacht habe, den deine Nachbarn so lieben. Zwischenfrage, war eigentlich dieser... Sagen wir mal, der Auspuff klingt ja so, als wäre gar nichts mehr drin. Ja. War der eigentlich leistungsmäßig kontraproduktiv? Nee. Oder? Das war aber auch schon, nicht förderlich, ne? Ja, das war schon ein Ticken besser gewesen. Also das hat auch schon mal... Aber da muss ich auch sagen, dass den ich drauf hatte, den Eisenmann Sport, ich glaube auch, der ist richtig zugeschnürt. Ne? Weil der ist komplett... der ist ja eigentlich auch eintragungsfrei. Also den kannst du dran machen und hast da deine ABE dabei. Und das ist eigentlich immer... ein Indiz dafür, dass das Ding relativ zugeschnürt ist. Und wenn man dann mal so ein offenes Ding dran macht, ja, ist er viel lauter natürlich. Und das hat schon ein bisschen was gebracht. Aber halt nicht so, wie jetzt viele denken, vielleicht 3 PS oder irgend sowas. Das ist Quatsch. Ja. Also am Ende war ich auf dem Prüfstand gewesen, hatte ich so knapp 400, ich glaube
396, 398 PS, 560, ja. 550 Newtonmeter, paar Messungen gemacht. Also er war schon relativ warm auf dem Prüfstand. ich habe ein Video drin bei mir, der andauernd Wheelspin und so. Also der Prüfstand war auch nicht mehr der neueste, glaube ich. aber wie gesagt, es hat schon was gebracht. Und gerade vom Drehmoment her hatte ich auch bei der maximalen Leistung, die ist von 6,3 auf 6,7 hochgegangen, ja. Also noch weiter nach hinten. Und selbst da habe ich noch 400 Newtonmeter an Drehmoment. Also, und das ist halt entscheidend auch für so Topspeed-Tests, ja, ja. Weil der dreht wirklich richtig schön nach oben. Ja, aber ja. Du hattest ja vorher auch nicht den Eindruck, ohne den Ladeluftkühler, dass er sonderlich einbricht, wenn es warm ist, oder? Ja gut, er hat ja einen Ladeluftkühler, hat er sowieso schon drin. Ja. Ne? Und der jetzt drin ist, der ist jetzt auch nicht bedeutend viel größer. Ja? Also ja. Der hat schon mehr Volumen, sag ich mal. Aber wahrscheinlich, um einen richtigen Effekt zu zielen, musste man so ein richtiges Ding. Aber da musst du dann wieder die Stoßstange hier und anpassen. Und ich habe ja diese M-Aerodynamik-Stoßstange auch. Ja. Und das ist alles dann nicht so einfach. Aber am Ende bringt es dann eh nicht so viel. Ja. Außer man geht jetzt den nächsten Schritt und sagt, größere Turbolader rein. Das ist dann aber auch wieder ein Rattenschwanz mit den Einspritzdüsen, Kraftstoffpumpe, Kupplung. Das kostet halt auch wieder einiges an Geld. Aber mal gucken, vielleicht. Ja, also Bock ja, hätte ich drauf, weil möglich ist es. Ja. Und genau deswegen habe ich mir eigentlich so ein Ding gekauft. Ne? Und, beim reinen Tuning warst du bei wie viel? 367? 363. 500 Newtonmeter. Okay. Also es waren ziemlich genau... Ich glaube, von Serie aus, gemessen in Serie waren es 310 PS, also 306 PS, 400 Newtonmeter ist angegeben, 310, 410 Newtonmeter war gemessen und dann die Kennfeldänderung waren es 53 PS und 90 Newtonmeter, aber halt wirklich deutlich spürbar. Also das ist wirklich, wenn man mal so ein Serienauto fährt und dann so eine Kennfeldänderung drauf macht, das ist ein Riesenunterschied. Ja. Das ist, der ist mal auf 200 locker 4 Sekunden schneller. Ja, ja. Ja, locker. Ja, also ich meine, weißt du, was mir in dem Zusammenhang ja auch wichtig war, was ich glaube ich, was damals der ein oder andere vielleicht falsch verstanden hat, wenn ich immer so sage, ach, was weiß ich, Stage 3, 4, 5, schieß mich tot hin und her, Ladeluftkühler, Downpipes, was ich den Leuten immer nur klar machen will, der größte Kosten-Nutzen-Effekt hast du in dem, was diese Tuner, und ich bin ja kein Tuner, Stage 1 nennen, ja? Ja. Das heißt also, wenn du, ich sage jetzt mal über den Daumen, wenn du bei irgendeinem Auto für 400-500 Euro hast du 30, 40 PS mehr, 70, 80 Newtonmeter mehr. Ja? So, dann hast du ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn du sagst, ich mache Ladeluftkühler, Downpipe, Auspuff, ja, dann hast du da locker mal Faktor 10, was diese erste Variante kostet. Dann bist du bei ewig vielen Euros und hast, sagen wir mal, und 30 PS gewonnen. Deshalb oder so, muss ne? ich sagen, vom Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ist das nicht mein Ding? Natürlich kann man sich verbasteln, gar keine Frage, wer da Spaß dran hat. Aber wenn mich jetzt einer fragt, wo habe ich den größten Spaß für kleines Geld, dann ist das quasi nur das Kennfeld oder nur die Box oder mit Gaspedal von mir aus noch. Ja. Und alles andere, was danach kommt, wird unverhältnismäßig viel teurer und bringt aber wesentlich weniger wie der erste Schritt. Mhm. Das kann man alles machen. Aber wenn es jetzt rein um das Empfehlen gibt, was macht Sinn, ja, ist halt dieser erste Schritt immer der beste. Und dann kommt, was weiß ich, wenn dann auch viele schreiben, ja, wieso bietet ihr irgendwie nicht an, Upgrade-Lader? So ein Paket oder so. Ja, aus einem ganz einfachen Grunde. Die Leute sehen das auch immer ein bisschen falsch, was wir machen. In erster Instanz entwickeln wir ja nach Aufträgen, die wir von Tunern oder was auch immer für Firmen bekommen, Produkte. Als Abfall unserer Entwicklung verkaufen wir das Zeug, was wir entwickeln, natürlich hier und da auch mal selber. Ja, und was weiß ich, Kennfeld machen wir halt auch schon seit 100 Jahren, von daher weiß man dann etwa, wie was geht. Aber zunächst mal sind wir ja eigentlich A, eine Entwicklungsfirma, ja, und B, wir sind kein Tuninghandel. Ja. Das heißt, warum soll ich einen Luftfilter kaufen und verkaufen oder einen Ladeluftkühler? Das ist nicht mein Business. Ja, ja. Und unsere Kunden sind zunächst eigentlich mal die Tuner, die kommen und teilweise auch mit obskuren Sachen kommen. Ja,
dann versuchen wir das, wenn wir uns preismäßig einigen, das zu entwickeln. Und je nachdem, was wir dann da für ein Agreement haben, können wir dann das Produkt vielleicht auch selber, verkaufen oder manchmal auch nicht. Und im Prinzip verkaufen wir eigentlich nichts, was wir nicht selber herstellen. Ja, das heißt, solange du keine Downpipes selber herstellst, keinen Langluftkühler oder sonst irgendwelche Flasher oder sowas, verkaufst du es nicht. Genau. Fertig. Und sag mal so, mir liegt es jetzt auch nicht, wenn ich dann, wenn dann irgendwer kommt, wir haben jetzt einen eigenen Auspuff und unser Auspuff fährt. Ja, was weiß ich, wenn du dir irgendwo bei wem auch immer einen Auspuff zusammenbiegen lässt und da kommt dann dein Etikett dran. Stüber. Ja, dann hast du deswegen keinen eigenen Auspuff oder sowas. Ja. Also, aber nochmal, ich kritisiere das gar nicht. Ich verstehe, wenn einer die Bastellaune hat und es machen will, aber es ist nicht das, was wir machen. Wir sind in allererster Hinsicht mal ein Entwicklungsbetrieb, der auch hier und da gern mal noch ein paar Euro mitnimmt und was verkauft. Ja, und das ist einfach wichtig, das müssen die Leute verstehen. Genauso wie sich manche auch ärgern, dass sie mich nicht so Kompetenz reizen können. Ja? Also ich erlebe das dann doch relativ häufig. Da kommt einer mit irgendeinem Auto und sagt, oh, ich war schon bei 3 Tunern, und seit ich irgendein Update hatte, geht das und das nicht mehr schlechter. Könnt ihr nicht mal gucken, könnt ihr nicht mal machen. Ja? Ehrlich, habe ich gar kein Interesse dran. Weil, was soll ich dem sagen, Stunde 120 Euro, weiß nicht, wie lange es dauert, weiß nicht, ob es Erfolg hat. Genau, kann ja auch was anderes sein. Ja. Das ist einfach nicht mein Ansatzpunkt. Oder wenn jetzt Kunden kommen und sagen, ich habe mir jetzt hier den Lader und die Einspritzdüsen und das, stimme mir das mal ab. Ist nicht mein Business. Ja? Und das muss man ganz einfach sehen. Das, was wir so machen, das ist so der erste kleine Schritt. Wenn einer sagt, der ist bereit, irgendwie ein paar hundert Euro oder was weiß ich, auch mal an 2000 auszugeben, je nachdem, was es ist. Und das war's. Ja? Und alles andere ist nicht unser Business. Ich verurteile das nicht, aber ich lehne es ab, irgendwo einen Ladeluftkühler oder ein, was weiß ich, Fahrwerksfedern für 300 Euro zu kaufen und sie für 350 Euro zu verkaufen. Ja. Ja? Warum soll ich mir diese Competition geben, dass dann noch einer kommt und sagt, ah, die Federn habe ich aber bei eBay für so ein... Ja, nee, klar, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ja, also, dass ich vielleicht für eigene Autos dann mal irgendwie was anders mache, okay, das kann noch sein. Und sag mal so, ich komme auch noch aus einer Zeit, als wir an unseren Porsche-Rennwagen rumgeschraubt haben, 911er, was weiß ich, 964er Cup-Autos oder sowas, ja, die hatten irgendwie 260 PS oder 275 PS mit einem 3,6 Liter Saugerboxer, ja, und da hast du vielleicht für 20.000 Mark Teile verbaut, was weiß ich, Titanpleuel, irgendwie Kolben mit Kolbentaschen und ein bisschen Kennfeld und von Luftmengen auf Luftmassenmesser umgebaut und was weiß ich, eine andere Ansaugbrücke und sonst was, ja, und dann hast du richtig Geld investiert. Für 20.000, hast, ne? Hast richtig gebaut und gebastelt und dann hatte das Ding statt 275 305 oder 310 PS. Ja, das heißt, damals bin ich eigentlich erst so auf die Idee gekommen und wie das dann auch so anfing, wenn du doch auf elektronischem Wege relativ viel erreichen kannst für relativ wenig Geld, dann ist es das, woran ich Spaß habe. Ja, und dass man das nicht, bestes Beispiel GTR, ja, keine Ahnung, natürlich ist es jetzt nicht die Mördermehrleistung, wenn der jetzt statt 570 630 oder 640 PS hat oder was auch immer, ja, aber das ist überschaubar und es funktioniert. Und diese ganzen Jungs, die dann sagen, ja, und da muss ich noch und hier das Getriebe nochmal neu ausrichten und Einspritzdüsen und die Downpipe hier und davon. Wer zahlt das? Ja, kannst du alles machen, aber ich will es einfach funktionierend und spürbar haben. So, deswegen habe ich nichts dagegen, wenn andere das anders machen. Und ich muss auch sagen, die Bereitschaft ist ja auch gar nicht so groß, bei den Kunden das Geld auszugeben. Weil die meisten, die diese große Hafenrundfahrt machen, die basteln ja auch viel selber. Mhm. Ja? Die kaufen sich dann ihren Ladeluftkühler, die kaufen sich ihre Downpipe-Schrauben selber rein und stehen dann da und sagen, stimme ab. Genau, so, ja. Und also kannst du da gar nicht, für dich ist das Interesse oder dein Geld, kannst du eh schon fahren, ich mag natürlich auch falsch liegen, wir kommen ja später nochmal irgendwann zum Thema Tops und Flops. Aber ich glaube jetzt auch nicht, außer wenn du vielleicht an irgendwelchen, wenn du jetzt sagst, ich mache schwerpunktmäßig nur AMGs oder nur dies oder nur das. Ich glaube es nicht, dass die Leute echt hingehen und sagen, ich nehme jetzt das volle Paket
Für 30.000 machst du nicht mal den also von 600 auf 800 PS oder ist, so. Ne? Ist eher selten, ja. Aber nochmal, selbst wenn es so ist, es ist halt nicht unsers. Wir machen halt was anderes und deswegen machen wir das eine oder das andere nicht. So kann man es sagen, ja. Ja. Gut. Wolltest du noch was sagen zu deinem Auto? Oder? Nee, aber also das hatte ich jetzt alles gesagt, was bisher gemacht wurde. Ja. Und diese größeren Turbolader, Upgrade-Lader-Geschichten, das werde ich auch noch machen, nur ich weiß noch nicht wann. Und da bin ich mal gespannt, was da noch so machbar ist. Ja. Ne? Also so eine 6 sollte schon davor stehen, das wäre schon ganz fein, ja. Aber mal gucken. Hier sind noch zwei. Was der Weihnachtsmann bringt. Also ich fürchte, das wird dieses Jahr dünn mit dem Weihnachtsmann. Nee, wahrscheinlich kriegst du die auch gar nicht mehr oder keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht. Vielleicht gibt es bis dahin die Firmen auch gar nicht mehr, die sowas machen, weißt du? Die dann die Upgrade-Lader bauen oder keine Ahnung. Man weiß es ja nicht. Ne? Oder es werden die schönsten Weihnachten auf Distanz, die es jemals gab. Ja. Du hast doch hier schon das Verwandlungsgerät quasi liegen, ne? Ach, oh. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Hol sie alle rein. Ich muss sagen, es bringt was. Ja. Also der Herr Tim K., der Herr Kellner, der hat tatsächlich recht. Ne? Ja. Es hält das meiste ab. Ne? Nicht alles, aber ja, ich habe es mir mal zur Not geholt, weil in den Zeiten... Ich habe gehört, du stehst jetzt schon manchmal in deiner Freizeit am Strand und winkst den Schlauchbooten zu. Ja, das kann passieren. Mit der Brille? Ja. Mit der Brille geht das. Ne? Ja. Ohne undenkbar. Ui. Ja. Oh. Oh, ja. Ah, besser, ja. Ja, und das macht dich so sexy. Ja. Muss Tuning so sexy sein. Ey, wenn der Spahn dich so sieht. Oh, naja, da sitze ich immer lieber mit dem Rücken zur Wand, ne? Ja, ne? Ja. Hier hat uns Marco K4Fun geschrieben und Sandro Osaka. Ich fasse das mal zusammen. Der eine sagt, Reaktionen auf Werbeversprechen einiger Marktführer durchführen. Ja, das... Also wir könnten jetzt zu vielen Firmen was sagen, weil wir alles schon hier hatten und auch getestet haben, weil Kunden zu uns kamen. Ja, könnt ihr mal da gucken, was das gebracht hat oder nicht. Genau die Sachen, die wir eigentlich nie machen wollten, ne? So diese Vergleiche, weil am Ende kannst du nur verlieren, entweder funktioniert es und du stehst da oder funktioniert nicht und die sagen, ihr habt scheiße gemessen oder keine Ahnung. Ne? Und es ist auch so, wir tun uns keinen Gefallen damit. Ja? Hätten wir jetzt hier irgendwie eine Werkstatt und eine TÜV-Station, dann könnte ich noch sagen, ach guck mal, was das für ein Mist. Ja. Ja? Aber so stellst du dich immer quasi so hin, wie wir es ja auch so oft schon erleben mit Mitbewerbern, die mal über unser Zeug herziehen oder so, dass einfach, du stellst dich in den Verdacht, dass du was scheiße aussehen lässt, um deinen eigenen Vorteil zu haben, um zu sagen, ach, kauf nicht den Mist da von Reschip, kauf unsers oder so. Ja. Ja? Und das kommt dann immer schlecht rüber. Und das Schlimme ist, die Leute, die es haben, oder die kannst du dann eh nicht davon überzeugen, weil die Leute eher so gestrickt sind, dass sie sagen, ach, wenn der das schlecht macht, der Arsch, ach nee, dann ist es vielleicht doch gut. Oder also, Du steckst nicht drin. Wir haben uns in vielen Raws reichlich das Maul verbrannt. Und auch da muss ich sagen, habe ich dazugelernt, ich mache kein Hehl draus, wenn ich was nicht leiden kann. Und es gibt einige, die mir mehr auf die Makronen gehen, wo ich auch nur sagen kann, alles, was wir in den Händen hatten, war wirklich nur Mist. Aber ich möchte das im Detail nicht ausführen, weil es würde einem keiner glauben und es bringt uns ja auch nichts. So, wir machen uns jetzt über irgendein Produkt lustig, deswegen verkaufen wir nicht mehr und wir treten den Leuten noch in die Eier, die es gekauft haben. Das war genauso, sage ich mal, wie mit dem Hyundai, die i30N-Fahrer hassen uns. Ja. Ja? Dabei wollten wir einfach nur... Also, sagen wir mal so... Wir wollten gar nichts Böses. Der Markt ist teilweise so abgefuckt, dass es einfach besser ist, die Schnauze zu halten. Ja, zu nicht allen Sachen, aber... Nein, weil die Leute glauben es dir auch nicht. Ja? Was weiß ich, weißt du, dann schreibt mir einer drunter, ja, wer bist du denn? Hab noch nie was von dir gehört und hin und her und bist wohl neidisch und läuft bei euch und so oder irgendwie so, weißt du? Ich kann nichts dafür, dass irgendwelche Affen, die meinen, sie hätten Ahnung von Tuning, mich nicht kennen.
So, ich kann aber keinen davon überzeugen, dass ich sage, ich hier mache das seit 100 Jahren und was ich alles irgendwie erfunden habe, was heute irgendwer im Programm hat, hilft keinem, weil es keiner glaubt. Entweder stehst du da wie ein mieser Angeber und dann sagen sie, guck dir den alten fetten Zausen da an, was der immer erzählt. Also egal, wie du es machst. Ja, ich sag mal so, wer so ein bisschen zwischen den Zeilen hört und alles, was ich so erzähle von Motorsport und von Powerboats und von, was weiß ich, irgendwelchen Weltmeisterschaften und BPR und FIA GT und Scheißdreck, der kann sich, wenn er drüber nachdenkt, kann er sich sagen, das wird er nicht am Fernsehen sich aufgeschnappt haben, das Wissen. Aber ich muss mit keinem mehr irgendwie so ein Kompetenzbattle machen. So, ach, wo finde ich jetzt die V-Max bei dem und dem Auto im Kennfeld? Ja, weiß ich auch nicht. Muss ich vielleicht nachgucken, kann ich vielleicht gar nicht, muss ich einen fragen. Ist mir aber auch egal. Ja. Führt mich nicht weiter. Ja? Oder das auswendig kennen von irgendwelchen Motorkennbuchstaben. Ja. Backe ich mir ein Ei drauf. Ja. Gucke ich mir an, wenn es soweit ist. Genau. Marco K. for Fun hat geschrieben, Tuning Zukunft in Bezug auf Chip-Tuning, Motor-Tuning, TÜV. Schwierig. Ja. Zumal ja das klassische Tuning, der Verbrennermotor ist ja schon verteufelt und für tot erklärt. Möchtest du vielleicht schnell nochmal die Brille aufsetzen? Ja, oh, ich merke schon, ja. Es zwickt im rechten Auge. Also Mercedes und BMW finde ich so geil. So geil, dass die eigentlich aus dem Benziner raus wollen und Mercedes zukünftig in China. Das ist doch geil, mal, oder? Das ist doch mal ein Statement, oder? Ich stell dir doch mal vor, so ein 63er AMG made by Chong Ho Bong aus Ping Pong Pong. Ja. Und dann machen wir es vielleicht noch, gendermäßig korrekt, dass wir dann sagen, Ting Tong, eine nicht-binäre, schwarze Chinesin, die auf der Männertoilette ihre lesbischen Fantasien ausgeben. Ja. Irgend sowas, ja. Also, geil. Es ist wirklich, ich muss auch mit der Brille sagen, eine Schande. Ja. Also, ich weiß auch nicht, was sich die Leute... Jetzt rufen wir mal den Kellner an, die scheiß Brille hilft gar nicht. Also ich glaube, wenn ich die absetze, platze ich und meine Augen explodieren. Ja. Aber ja, auch gerade BMW, der Paul Rosche wird sich im Grab umdrehen. Ich meine, Frontantrieb war schon ein Verbrechen an der Menschheit. Ne? Natürlich. Aber das, keine Ahnung. Das ist aber mit dieser ganzen Politik halt, das ist echt ganz, ganz schlimm und es wird immer schlimmer. Es macht doch immer weniger Spaß, weißt du? Nee. Wenn du dann guckst, ist es sowieso schon mit dem Downsizing und die Motoren werden alle so angeglichen. Jeder hat seinen V8 Biturbo, seine 3 Liter, 2 Liter Diesel, seine Dreizylinder. Das ist... Baukasten. Ja, alles Baukasten, alles hier drin und da drin querbeet. Ja. Du hast nicht mehr so... Gut, die Leute sind auch gar nicht mehr so, denen interessiert es nicht. Wenn da 530i draufsteht, dann ist es gut. Ob das jetzt 3 Liter, 2 Liter, 6 Zylinder, 4 Zylinder ist... Auch schon egal. Ne? Also ich glaube irgendwie, das neue Tuning ist der Overkill an elektronischen Dummspielereien. Ja, irgendwelche Freischaltung. Das ist ein Tuning. So irgendwelche Freischaltung von irgendwelchen Gadgets. Ich glaube so, auch wenn ich hier gucke beim örtlichen VW-Händler, egal ob es ein Passat ist, ob es ein Golf ist oder ein Tiguan, der Maximalmotor ist immer 1,5er, 150 PS. Ja, und was weiß ich, die Tage habe ich mit Nissan telefoniert, beim neuen X-Trail fliegt der Dieselmotor raus, obwohl das jetzt relativ modern war, der 1.7er. Ja, beim Navara sind sie sich gar nicht sicher, ob da nochmal irgendwie was kommt, Diesel hin und her. Also die sind alle so eingeschwenkt auf diesen Kurs, dass ich jetzt sagen müsste, also sag mal so, die Firma wird sowieso irgendwann mal mit mir sterben, ja. Aber wenn ich jetzt einem sagen müsste, mach das dann mal weiter und in Zukunft. Und also ich finde es schwierig. Da hatten wir auch so die Frage Elektroauto-Tuning. Ja. Ja, kommen wir dann vielleicht auch nochmal dazu. Und auch nochmal hier zum Thema TÜV. Also für viele Sachen lohnt es sich einfach nicht mehr TÜV zu machen, weil es zu teuer ist. Ich glaube auch... Und auch gar nicht mehr so machbar. Bei 6D Temp auch schwierig machbar ist. Ich frage... Wieso, welche Leistung kann dabei noch rauskommen? Zumal das ja auch so, zumal das ja auch dann quasi Ausstattungs... Du kannst ja kein Teilegutachten universell mehr machen, weil das quasi auch noch am Ausstattungspaketen, an Gewichten, an sonst was für Sachen hängt. Was in dem Zusammenhang ganz interessant ist, ich habe auf Tuning Patrioten mal ein Video gemacht, Tipps und Tricks mit Tuning Teilegutachten. Da kann man mal sehen und hören,
für wen es interessiert, sich das mal angucken, wie immer schon so mit der ganzen TÜV-Kacke verfahren wurde, dass das sowieso ein ziemlich trübes Gewässer ist. Und ich muss sagen, wenn wir jetzt ein Gerät entwickeln, dann sehen wir natürlich zu, dass wir EMV und diese Geschichten erfüllen. Ja, weil möglicherweise, wir wissen ja nicht, was der Kunde dann damit macht. Mhm. Wenn unser Kunde das Geld in die Hand nimmt und dafür dann Teilegutachten machen lässt, dann kann das durchaus sein, dann habe ich dann logischerweise auch nichts dagegen. Aber ich sag mal, für uns selber ist das Thema TÜV eigentlich so kein Thema mehr, wo ich mir den Kopf mache. Ja. Ja? Also auch da kann ich nur sagen, das klingt jetzt wieder sehr, sehr kurz gesprungen, aber ich glaube, wir hatten auch mal ein Rohr gemacht, wo wir uns mit der Thematik eintragen, ja, nein, was ist, wenn ja, nicht ja. und so weiter, doch mal sehr intensiv auseinandergesetzt hatten. Einfach da mal in die Playlist reingucken. Ich glaube, wir haben eigentlich zu dem Thema alles gesagt, oder? Da gibt es ein Rohr auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht genau, welches es ist, aber da hatten wir auch was drüber gesagt und unsere Meinung auch drüber gesagt. Wegen Eintragung und dem ganzen Kram, ist es möglich oder was weiß ich, wie schwierig ist sowas überhaupt? Und aber wo du gerade vor eben du dieses Wort oder diese Abkürzung EMV gesagt hast, da gab es jetzt letztens auf Motorkritik beim Hane, hast du es gelesen? Zufällig nee. Diesen Artikel, den der eingestellt hat zum Thema Elektro, diese Verträglichkeit. Das ist sehr interessant. Also geht mal auf Motorkritik. Da hat er so eine alte Geschichte reingestellt, wo das noch so in den 80ern, glaube ich, war, wo das da aufkam mit den elektronischen Steuergeräten. Störungen, diese ganzen elektromagnetischen Felder, die dann irgendwelche Steuergeräte stören oder so. Und dass das auch heute noch ein großes Thema ist bei den Automobilherstellern, weil ja auch immer mehr Kabel und Steuergeräte und quasi kleine Computer da drin sind, die dann abgeschirmt werden müssen und so. Und das ist echt interessant, weil das gerade in den 80ern ein Riesenproblem war bei den ganzen großen Herstellern. Und Da fällt mir auch gerade ein, mein Namensgedächtnis ist leider so schlecht, aber ich versuche es dann nochmal als Text einzublenden. Und zwar bei Alte Schule, ach genau, der Alwin Springer, das ist ein alter Fahrensmann in Sachen Porsche Motorsport USA, der hat im Podcast erzählt, wie er die erste Kennfeldänderung gemacht hat, weil Porsche hat da ein ziemliches Geheimnis draus gemacht, wo er dann in Silicon Valley gefahren ist, hat sich das dekodieren lassen, dann haben sie geguckt, haben gesehen, ach, das ist Zündung, das wiederholt sich, Drehzahl, bla bla bla. Also, sagen wir mal so, wer auf Oldschool steht, genial. Alwin Springer bei Alte Schule, der erzählt echt mal, wie die erste Kennfeldänderung gemacht wurde. So. Das geil. Sind noch Geschichten, ne? Da ging es noch um was. Ja, irgendwie, Hane? War fertig? Ja. Oder? Nee, also wie gesagt, das ist mir nur gerade eingefallen, weil der Artikel auch unheimlich interessant ist, weil dann auch diese ganzen, auch von damals, die Chefs oder so von diesen Autofirmen, der hat es in so eine Art Märchen verpackt, um keine Namen zu nennen, auch wenig bis gar keine Ahnung haben von ihren Produkten und heute immer noch so ist. Ne? Darum ging es im Wesentlichen, aber sehr interessant auf jeden Fall. Ja, hier hat uns auch zum Beispiel ein Eik Stachowitz geschrieben, macht weiter so, sehr unterhaltsam, danke, hören wir gerne. Neben den Technikthemen, die ich übrigens super finde, schätze ich euren gesellschaftskritischen Diskurs zu aktuellen Themen. Ja, ja da, haben wir, jetzt wieder da, hier. Da haben wir Spaß dran. Wobei, es gibt auch andere, die uns immer wieder schreiben, lasst es weg. Ja, da gibt es auch viele, die sagen, passt nicht so da rein. Wobei, wir haben es ja auch schon getrennt. Das heißt, ich mache ja eigentlich meine der Bunker. Weltkritik aus der rechten Ecke, sowieso nur noch auf Tuning-Patrioten. Aber selbst da schreiben mir dann wieder Abonnenten von dem Kanal hier, ich soll das doch endlich mal lassen. Ja, und da muss ich natürlich sagen, ich halte es aus Rohr raus, außer es platzt mal so wie eben mit deiner Brille aus mir heraus. Aber grundsätzlich muss ich natürlich sagen, das sind Themen, die mich echt umtreiben. Ja, und das wird immer schlimmer. Das ist mir manchmal auch fast wichtiger wie der ganze Tuning-Käse, weil das geht mir so auf den Sack. Aber ich versuche es hier rauszuhalten. Wir können uns hier natürlich den ein oder anderen Seitenhieb auf die binäre Toilette nicht verkneifen, aber wir versuchen, es eigentlich weitestgehend wegzulassen. Dann kam hier zweimal, ich sage es jetzt einfach nur noch einmal, weil ich habe das letzte Mal gesagt, ich sage nie wieder was dazu. Du kannst ja gerne noch was dazu sagen. Hier hat STR geschrieben, ich würde gerne noch mal was zum Thema 102 Oktan Benzin hören.
Nicht beim Einsatz für serienmäßige Fahrzeuge, sondern wenn die Tuning-Software speziell darauf abgestimmt wird. Ja. Macht das dann auch keinen Sinn? Kurz, was ich dazu sagen möchte. Ich möchte eigentlich zu dem ganzen Scheißdreck nichts mehr sagen. Aber natürlich kann man auf 102 Oktan abstimmen, was über eine frühe Zündung passiert. Ja. Ja. Was auch was bringt, klar. Ja, meiner Meinung nach sind aber die versprochenen, oh, meine Abstimmung auf 102 Oktan, das ist alles Geschichten aus der Gruft. Es gibt eine gewisse Mehrleistung. Ich bin aber kein Freund der sehr frühen Zündung. Mhm. Ja, also sagen wir mal so, dass 98 Oktan Sinn macht bei einem Tuning-Auto, gar keine Frage. Und wenn einer meint, was weiß ich, er muss das tanken, soll er machen. Aber ich würde jetzt ein Auto zündungsmäßig nicht so ausreizen, dass es die 102 Oktan braucht. Ich bin nicht der Fan der frühen Zündung und sehe jetzt auch aus spürbare Mehrleistung, Haltbarkeit, bla bla bla, sehe ich da nicht die Notwendigkeit drin. Und dass es bei Serienautos nichts bringt, das haben wir schon ein paar Mal getestet und gemessen. Wer was anderes sagt, wird wahrscheinlich dafür bezahlt. Also ich kann nur auch beim Beispiel wieder von meinem 35i sagen. Hast du wieder getestet? Ja, natürlich. ob ich jetzt, ich tanke 98, dann tanke ich auch mal, je nachdem, wo ich halt bin. Manchmal, bei Aral gibt es auch manchmal dann V-Power, die haben dann gar keine 98, die haben nur V-Power oder sowas. Und wenn dann halt da gerade bist, tankst du das. Also ich habe beides auch auf dem Prüfstand getestet, ja. Und so wie mein Auto jetzt abgestimmt ist, macht es einfach keinen Unterschied. Also ich tanke die 98, zwischen 98 und 95 ist auf jeden Fall ein Unterschied da. Das sieht man, klar, dann nimmt er die Zündung auch zurück und das auch früher. Aber ob ich jetzt, so wie er jetzt ist, 98 tanke, gehe auf den Prüfstand, gucke mir das Diagramm an, mache eine Lokfahrt, was denn? Nee, ich wollte dir nur noch einen Tipp geben, aber mach deinen Satz fertig. Oder 100 oder 102 Oktan, dann habe ich keinen PS gewonnen oder keinen Newtonmeter. Fahr mal zum Ölprinz und lass dir mal die 102er Abstimmung machen. Also mag sein, dass es bei anderen Autos anders ist, aber bei dem ist es mit Sicherheit nicht so. Wahrscheinlich werden dann die Spannungen in deinem Schritt verhindern können, dass du lenkst. Ja, wahrscheinlich, ja. Nee, aber das ist ein gutes Beispiel. Ja. Siehst du, das wollte ich nämlich noch sagen, habe ich vergessen. Das habe ich da auch mal ausprobiert. Einfach mal aus Spaß an der Freude, weil ich hier wusste, technisch gesehen, wenn ein Auto so und so abgestimmt ist auf das und das oder ein Serienauto, dann kannst du da reinschütten, was du willst. Das ist völlig egal. Also das, was du mindestens reinschütteln halt musst. Ne? Ja. Nico M. hat uns geschrieben, gerne mal näher oder mehr über Elektroautos. Der Taycan scheint doch nicht so schlecht zu sein. Ja, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass uns einer einen Taycan zum Spielen gibt. Ja. Und ansonsten Elektroautos, also wir könnten Hyundai, Kia und vielleicht was bekommen an Autos, ist jetzt nichts, was mich reizt. Also es soll schon Leistung sein eigentlich, ne? Also Sportwagen. Ich bin kein Fan von Elektroautos, aber ich will jetzt auch nicht zu vorurteilbehaftet sein. Also ich habe da nichts auf dem Zähler. Taycan würden wir natürlich uns gerne mal angucken, ist klar. Aber ich muss sagen, in Corona-Zeiten ist es noch viel schwieriger geworden, wenn du nicht so ein stromlinienförmiger Influencer bist, so eine Karre zu kriegen. Ja. Und ich halte es nahezu für ausgeschlossen, dass wir einen Taycan bekommen für ein paar Tage zum Testen. Wir sind ja schon an Tesla gescheitert derzeit. Und ich muss sagen, so geil wäre ich nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich müsste mir so ein Auto unbedingt mal kaufen, um... Dafür ist es viel zu teuer, dass man da wenig Interesse dran hat. Ja, ne? Ja, ja. Auch wenn das Ding dann irgendwie 600, 700 PS haben soll, als Turbo S oder so. Ja. Ne? Klar, würde ich auch gerne mal fahren. Auch da muss ich sagen, verweise ich wieder auf alte Schule, Professor Fritz Indra, der ein oder andere Podcast zum Thema Elektromobilität. Ich kann mich seiner Meinung da nur völlig anschließen. Und er ist natürlich der Oberguru, vor dem ich mich nur ehrfürchtig verneigen kann. Und an dem Punkt muss ich sagen, sehe ich absolut so, dass er da recht hat. Und der Vorwurf, dass die Leute jetzt sagen, na gut, das ist ein alter Mann, der kommt aus der Benzinerzeit, lasse ich bei dem nicht gelten, weil das ist so ein Experte, das ist so ein Fachmann, der hat heute noch so viel mehr Wissen, wie die ganzen Tuner-Fratzen, inklusive meiner einer, die draußen rumrennen, gar keine Frage. Ja, aber wie gesagt, aus meiner Sicht eh mehr eine Religionsgeschichte als
Wir hatten ja schon mal das Thema, wobei mittlerweile gibt es überdachte Ladestationen, also die kommen mir entgegen, muss ich sagen. Ja. Da war auch noch ein Kommentar, der irgendwie verschwunden ist. Da hatte uns jemand geschrieben, dass er, glaube ich, Hyundai oder Kia Plug-in-Hybride jetzt fährt oder mag. Ja. Und wie wir so dieses Thema sehen, also was weiß ich, PHEV. Ja. Ich musste mich erstmal an diese... Dieses neuen Abkürzungen BEV und HEV und was es da so gibt. Und dazu muss ich sagen, ich finde diese Hybrid-Geschichte eigentlich ein ganz interessanter Ansatz. Also bei dem BMW fand ich das zum Beispiel eine tolle Sache. Das Einzige, was mich gestört hat, mir war der Benzinermotor viel zu schwach. Ja. Also sagen wir mal so, für mich wäre jetzt ein Hybrid nichts. Also ich kann nicht erkennen, was bringt es mir, wenn ich in der Stadt elektrisch fahre. Warum soll ich irgendwie mit dem 60 PS Elektro-Ding in der sehe ich keinen Sinn. Gut, jetzt kann man wieder sagen, Umwelt, Öko, bla, die Karte zieht bei mir nicht, bin ich uninteressiert. So, ja. Das heißt also, für mich ist Hybrid nur von Interesse, aber meine persönliche Meinung will ich keinem irgendwie umhängen. Dem als Verbrenner als, helfen. Als Power Extender. Ja, genau. Ja? Und da auch da ist wieder sehr interessant, was der Professor Indra zum Beispiel zu den aktuellen Formel-1-Motoren sagt. Und es gilt für diese Autos hier natürlich auch. Das Problem ist ganz einfach, wenn du jetzt irgendwie ein Auto hast, sage ich mal, mit einem 160 PS Benziner und dann hast du noch dieses Plug-in-Ding dabei und dann kommst du in der Summe auf 224 PS. Mhm. Ja, da muss ich sagen, das wäre nichts, was mich reizt, weil 224 PS interessiert mich sowieso nicht. Aber ich finde, es macht keinen Sinn, wenn man sich diesen Elektroanteil durch diese aufwendige Mehrtechnik und durch dieses aufwendige Mehrgewicht erkauft. Ja. Ja, weil warum, ja unsportlich, warum ja. sollte ich 200 oder 300 PS erzeugen aus einer Kombination von Benziner und einem schweren Elektroteil, wenn ich doch spielend 400, 500 PS aus, was weiß ich, einem 3 Liter oder 2,5 Liter Turbo erzeugen kann. Also sagen wir mal so, wenn würde ich jetzt sagen, ich habe hier ein Auto wie ein Nissan GT-R, 600 PS und dann kriegt er nochmal 300 Elektro drauf. Ja. Okay, finde ich gut. Mhm. Ja? Stichwort Porsche 918 Spyder, McLaren P1, ja. LaFerrari, sowas. Ja. 800 PS V12 Saugmotor und dann nochmal irgendwie, was weiß ich, 150 PS Elektro aber, so für den Start. Aber ne? auch da muss man immer gucken, wenn dann diese Elektro-Unit irgendwie, weiß ich nicht, 150, 200 Kilo oder noch mehr wiegt. Ja, ja dann, gut, das sollte natürlich nicht sein. Ja. Also ich sag mal so, diese ganzen Autos, auch dieser Taycan, ich habe ihn jetzt noch nicht gefahren, ja, aber ich habe den Test vom Schrick gesehen, der jedes Auto immer querfahren muss, was eigentlich auch sinnlos ist, aber er kann es halt gut. Ja, man ist schon in der Lage, mit diesen Autos einen ganz flotten Fahrstil zu erzeugen. Mhm. Ja, aber sagen wir mal so, für mich persönlich, das ist auch im Prinzip, wenn ich das jetzt mal mit dem GTR oder so sehe, wenn du irgendwie ein Auto hast, das hat 600 PS und 1900 Kilo, ja, dann ist es trotzdem noch ein schweres Auto. Ja. Manchmal ist es so viel geiler, wenn du ein Auto hast, das 1200 Kilo hat und 380 PS. Mhm. Ja. Also Leistung ist dann auch nicht alles. Und wie gesagt, bei diesen normalen Plug-in-Hybriden, wo ich dann quasi in der Summe, keine Ahnung, zwischen 180 und 230 PS lande. Das sind halt so die normalen Autos. Halt, ja, ne? Also macht für mich keinen Sinn, weil das könnte doch der Verbrenner auch. Warum muss ich da noch das schwere Elektrogelumpe drin haben? Das ist halt ja wieder die Politik, würde ich mal sagen. Ja, ne? Oder noch schlimmer. Und Verbrauch, dass er dann, was ich, der kann dann 30 Kilometer meinetwegen elektrisch fahren. Und du weißt selber, dann heißt es, okay, 30 Kilometer elektrisch, dann 70 Kilometer mit dem Verbrenner. Und der Wert wird dann als dieser Verbrauchswert angegeben, dann liegt der Stand bei 5 Litern bei 2,8 oder sowas. Oder, ne? oder was weiß ich, ich bin ja inzwischen, wie man weiß, ein großer Verehrer der Marke Subaru. Ne? Mhm. Ich würde mir aber nie diesen E-Boxer kaufen. Das ist quasi, ich glaube, ein 2-Liter Motor mit 150 PS plus so ein Elektromotörchen mit, ich sag jetzt mal, 16, 17 PS obendrauf. Ja? Guck dir die Beschleunigungswerte an von den Dingern, irgendwie, keine Ahnung, 0 auf 111, oder so, ja. Also, was soll ich damit? Ja, ich verstehe, die brauchen das, um ihre Flotte vom Verbrauch vielleicht runterzukriegen oder um da irgendwie den Öko-Gedanken, aber
Also ich meine, ja, am Ende hat er trotzdem eine 170 PS und ich will keine 170 PS. Ja. Ja. Also, die wolltest du schon in den 80ern lass, nicht. Ne? Lass stecken. Ja. Oder was weiß ich, ich habe mir mal diesen ID3 angeguckt. Das ist der VW, gell? Ja, ja. Auch da ist es nicht so, dass die mich drum betteln, dass ich mal so ein Auto für zwei Tage mitnehme und fahre. Ja. Aber ich finde diesen ID3 so nicht schlecht, weil mir gefallen Elektroautos, die noch ein bisschen die alte Fahrzeug, aussehen, ne? Also ja. Sag mal so, der ist irgendwie, du siehst, der ist mit dem Golf verwandt. Ja. Finde ich persönlich jetzt eigentlich angenehm. Ja, aber was weiß ich, wenn ich dann sehe, weil die Leute dann, am besten ist dann immer, wenn die Leute, die sowas fahren, mir dann sagen, oh, bist du denn schon mal gefahren, wie der geht? Ja, das ist dann aber wahrscheinlich einer, der einen 150 PS Benziner hatte. Ja. Und dann gucke ich ins Datenblatt, sehe irgendwie so ein Ding hat 204 PS oder was, braucht 0 auf 100 7 Sekunden rum oder 6,8. Ja, ja, was soll mich daran begeistern? Ja, ganz, ganz ehrlich. Ich als Autofan ich oder finde, sowieso nicht. Ich finde das Auto so gar nicht schlecht. Ja, aber was will ich mit 204 PS? Ja? Das ist halt für die Masse, das ist nicht für jedermann. Ne? Also ja, ich weiß, ich kenne das. Und nie genug PS beim, haben. Beim Taycan geht es mir dann so, dass ich sage, also mir gefällt der Taycan. Ich bin noch nie gefahren. Mhm. Die Fahrleistung, die ich da sehe, okay. Irgendwie hat der Schrick noch irgendwas erzählt, je nachdem wie warm oder kalt der Akku ist, knickt es dann auch wieder ein, kann ich nicht beurteilen, bin da kein Fachmann. Ja, aber warum sollte ich mir einen Taycan kaufen, wenn ich mit dem 911 Turbo S das in geiler haben kann, für meinen Geschmack. Ja, in dramatischer. Ja, nur damit irgendein Nachbar sagt, oh, das ist ein guter Mensch, der fährt Elektro jetzt. Nee, sehe ich ganz und genauso. Ich bin auch überzeugt davon, dass jetzt, wo die Leute über diese Umweltprämie oder über diese, wie nennt sich das Umweltprämie für die Elektroautos, jetzt... Du siehst ja, wenn du Next Move guckst, wie viele Elektroautos verkauft werden, weil du kannst den dummen Deutschen immer mit Beute locken. Ja? Also mich regt es so auf. Schnäppchenjäger. Ja, ich fand schon die Abwrackprämie total scheiße. Ja? Und mich ärgert es auch, wenn einer 6.000 Euro von unserem Steuergeld bekommt, damit er sich ein Drecks-Elektroauto. Könnte ich schon wieder aggressiv werden. Ja? Aber das... Wunderbar. Also es hilft auf jeden Fall, holt euch diese Brille. Ja, aber ich meine, jenseits aller Einwände, auch der Tatsache, dass die Formel-E-Autos mit Dieselaggregaten geladen werden. Das ist so ein Homosport. Ja. No. Ah, es geht gar nicht. Ja, zurück zum Thema. Ja, ich glaube... Dadurch, dass die jetzt so massiv da reinhauen und dass jeder Oioi meint, er muss sich ein Elektro kaufen. Weil kriegst ja 6 Mille plus 3 Mille vom Autohersteller, super. Ja. Ja, dann musst du nur irgendwie ein halbes Prozent bezahlen, wenn es als Firmenwagen. Damit lockst du natürlich den dummen Deutschen. Das ist alles für dein gutes Gewissen. Ist ganz klar. Ja. Ja, aber ich bin überzeugt davon, dass sie mit ihrer Ladeinfrastruktur nicht hinterherkommen. Die knallen jetzt Autos raus. Ja, und du siehst ja mittlerweile an den Ladesäulen kostet irgendwie die Kilowattstunde teilweise auch schon 70 Cent oder der was. Der Strom wird ja sowieso immer teurer. Also irgendwie haben sie mich anfänglich mal damit locken wollen, dass du quasi umsonst laden kannst. Ja, ja. So, also was weiß ich, wenn laden und tanken und dann dauert es noch länger und ich sehe die Gefahr, dass du am Ende viel zu wenig Ladestationen hast, die auch frei sind. Ja, und was weiß ich, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, ich warte ja mal auf das Elektroauto, das ich mal mit mir betteln will, mit meinem lahmen GTR. Ich habe noch nie einen Tesla gesehen. Die fahren alle immer mit Tempomat an, 120, weil die achten ja drauf, wie weit komme ich, wo ist meine nächste Ladestation. Das sind grundsätzlich Leute, die diesen, was weiß ich, Spurhalteassistent haben, die das Navi anhaben, damit sie zu ihrer nächsten Ladestation planen, ihre Route und wissen schon, wo sie, wenn sie da waren, hinfahren. Das ist nicht mein Autofahren. Ja. Ja? Ich Tank voll machen, Motor anwerfen und ab dafür. Und, ja, oder diese ganze App-Scheiße. Ja, aber gut, führt zu weit. Sollte jetzt nach meinem ganzen Hate hier noch irgendjemand trotz allem mir einen Taycan geben wollen für ein paar Tage. Ich sag dir dann auch Bescheid, du nimmst dann zwei Tage Urlaub. Ja, dann baller ich auch mal damit rum. Ja, und dann testen wir mal. Aber ich glaube, es wird nicht dazu kommen. Glaube ich auch nicht.
Also ich habe schon ein paar, habe ich schon gesehen. Ja. Aber auch bei mir im Ort gibt es einen. So, ein Thema machen wir noch, obwohl wir schon bei 54 Minuten sind. Ja. FB News hat uns geschrieben, OBD-Flasher als Alternative zur Tuningbox könnten die Möglichkeiten und die Vor- und Nachteile könntet ihr die Möglichkeiten, Vor- und Nachteile aufzählen. Zum Verständnis, was ich mit dem Flasher meine, der Dubai-Tuner bietet so einen OBD-Flasher an und warum ihr nicht. So, da war noch was anderes, das will ich dann noch mit dranhängen. Wenn ich es finde, da hat einer geschrieben, D-Garage, grundsätzlich mehr Technik, weniger Politik. Okay. Ja, Tuning-File, Lesegeräte, was kann was, wer kann es bedienen? Was ist mit derartigen China-Klons, zum Beispiel K-Tech? Ich dachte, Alientech wären Italiener, aber egal. Passend dazu Diagnosegeräte, Software, Freeware, Clone etc. Fassen wir das mal zusammen. OBD-Flasher lässt sich ganz einfach aus meiner Sicht beantworten. Ja. Hätten wir einen Kunden, der uns beauftragt, sowas zu bauen, würden wir sowas auch verkaufen. Ja. Ich werde aber nicht bei Dimsport oder bei irgendwem mir so ein Teil kaufen, ja, und dann einfach anstecken und das den Leuten verschicken. Ja. Aber das ist nur wieder, da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir vorhin waren. Ich verkaufe nichts, was wir nicht selber bauen, nach Möglichkeit. Ich will die Dinger gar nicht schlecht reden. Wem das gefällt, soll er machen. Aber ist nichts, wo ich jetzt steil gehe, sehe ich keine Notwendigkeit. Wenn einer in Kennfeld haben will, soll er vorbeikommen. Ja. Und inwieweit da immer alles passt und wie das dann aussieht rauf und runter, kann ich nicht beurteilen, will ich nichts schlecht reden. Aber ich würde jetzt solche Teile, und dann muss man mal sagen, dass die Leute auch mal eine Vorstellung haben. Ist auch mal wichtig. Wenn wir davon reden, wir entwickeln was oder wir bauen was, dann heißt es nicht, dass wir am Ende 50 Stück davon am Lager liegen haben. Und ich weiß gar nicht, ob ich von diesen Flashern da 50 Stück kaufen wollte, mal by the way. Ja. Ja, aber, sondern das bedeutet, der Kunde bezahlt die Entwicklung und im ersten Fertigungsschritt sollten optimalerweise 1000 Geräte gebaut werden und schlimmstenfalls 500. Mhm. So, das ist mal die Einstiegsgröße, von der wir reden. Ja, das heißt, wenn jetzt einer zu uns käme und sagt, macht mal sowas, 10 Stück. Ich brauche davon 100 oder so, bringt nichts. Nee. Können wir nicht machen. Mag andere geben, die das anders machen, aber für uns wäre es jetzt dann nichts, wo wir steil gehen würden. Und ich habe das schon mal gesehen, bei so ein paar Volvo-Tunern gab es das auch schon. Das gibt es auch für so Opel Bluefin. Und ich glaube, der in Hamburg, OBD-Tuning in Hamburg, der jetzt, glaube ich, wieder die Flashbooster, der wieder die Marke Flashbooster bei sich hat, das war ja mal irgendwo anders, irgendwie blabla, was auch immer, der hat, glaube ich, auch so einen Teil unter dem Namen Flashbooster. Ja, natürlich kennen wir das, natürlich gibt's das, aber auch wenn wir dadurch jetzt 5 Kunden weniger haben, die sowas bestellen wollen, ja, dann ist halt so. Ja. Also ich kann dazu wenig sagen, ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert grundsätzlich, aber dann ist auch immer die Frage, oder was weiß ich, immer diese Diskussion, ja, auch mit Boxen und Kennfeldänderungen, heißt es dann, die Fraktion, die Boxen nicht mag, ja, ist nicht individuell aufs Fahrzeug, bla, ja, aber das gilt ja dann aber eigentlich auch für diese Flasher, ne? Also klar, du hast dann für, sagen wir mal, für meinen Motor MHD oder wie die heißen, ne? Gibt es da auch irgendwas, wo du dann OBD reinsteckst, der spielt dann irgendwas drauf? Mag grundsätzlich funktionieren, aber es hat jetzt auch nicht viel mit individuell zu tun, weil es gibt so viele Softwarestände und verschiedene Hardware-Modifikationen und keine Ahnung. Also es ist wird, dann auch nicht so. Es wird, ne, nicht schlechter sein wie eine Box und wird auch oft mehr Leistung bringen, vielleicht sogar VMAX, was auch immer. Ja, das wird schon funktionieren, denke ich. Ja. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist nichts, wo wir jetzt steil gehen. Halten wir einfach mal so fest. Ja. Zum Thema Flasher generell möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, wir hatten mal ein Raw gemacht, einfach nur zu dem Thema Tuningbox gegen Kennfeld. Mhm. Kann man sich angucken, da ist eigentlich alles beantwortet. Ja. Ich glaube, da haben wir auch so alle möglichen BDMs und Flasher, die wir so benutzen, mal gezeigt, gemacht und getan. Das heißt, eigentlich haben wir diese ganzen Kennfeld-Box, haben wir schon totgeritten, das Pferd. Wir haben auch, wir hatten auch mal ein Vergleichsvideo gemacht bei einem, was war es? War es ein Fiat? Ja. Diesen 1.9er haben wir doch einmal einen Boxvergleich gemacht und ohne Kennfeldänderung. Weißt du noch, wie der Fiat Doblo. Hieß? Doblo. Ja, und da haben sich dann wieder irgendwelche Leute aufgeregt, weil wir da halt zufälligerweise von DIM irgendwie die Software genommen.
war jetzt ein reiner Zufall. Also wir hätten es. Die aber auch funktioniert. Wir hätten auch ein DigiView gehabt und wir hätten auch ein WinOLS gehabt. Genau, und, ja. Aber egal. Aber ich finde bei dem DimSport zum Beispiel kann man es halt schöner sehen, finde ich. So von dem Aufbau her. Zumindest für das Video war das passend. Also DigiView ist schon, ich glaube, ist sehr speziell. Wäre das nicht schon vor 25 Jahren? Das versteht man nicht unbedingt. Nee. WinOLS, ja, das sieht dann halt immer schön aus mit den 3D-Mustern und sowas. Ne? Und um auf das Thema Flasher zu kommen, ich habe hier mal wieder mir einen neuen Flasher gegönnt von CMD. Das Teil kostet so 7,5 plus Steuer. Kannst du aber nochmal das ein oder andere an Kabeln vielleicht draufrechnen, falls du noch individuell das ein oder andere willst oder spezielle Kabel für spezielle Fahrzeuge, Steuergeräte. Ich habe jetzt noch nicht sehr viel damit rumgespielt, um der Wahrheit die Ehre zu erweisen. Es ist mir aber von renommierten Kennfeld-Menschen, mit denen ich kommuniziere, Grüße nach Kiel, empfohlen worden. Guten Tag. Moin, moin. Finde ich schon gut, da geht relativ viel über Diagnose, ja, oder über diesen sogenannten Bench-Mode. Du kannst, ich sag mal, fast alles machen, ohne es aufzumachen. Das ist schon mal eine gute Sache. Und auch auf die Frage, auch wenn wir das auch schon mal hatten, China-Tools. Also ich glaube jetzt nicht, dass diese Alientech-Dinger China-Tools sind, ich weiß es aber nicht genau. Also Alientech ist meines Wissens italienisch, meine ich. Ja. Und die sind auch irgendwie wohl die einzigen angeblich, die diese CVN da anpassen können. Ach so, wegen TÜV und sowas. Ne? Ja, das geht hier mit CMD nicht. Aber sagen wir mal so, was für mich wichtig ist, ist bei diesen Geräten, dass ein Support dahinter steckt, dass du dich darauf verlassen kannst, wenn du eine Originaldatei nicht lesen kannst, dass die Originaldatei, die du dir vom Server ziehst, auch wirklich die passende ist. Ja. Und dass, sagen wir mal, eine gewisse Sicherheit da ist, dass ich jetzt mit dem Ding an, was weiß ich, irgendwie einen Porsche 4 Liter gehen kann und ich weiß, ich kann das lesen und ich kann das schreiben und ich muss mir keine Sorgen machen, dass da irgendwas Fritte geht und ich am Ende irgendwie ein Steuergerät kaufen muss oder das Ding abschleppen lassen muss, weil ich irgendwas nicht mehr kodieren kann oder. Also ich würde China-Clones nicht verwenden. Wir haben uns in früheren Zeiten mal mit China-Clones beschäftigt, weil auch teilweise von uns Geräte geklont wurden. Zu M-Speed-Zeiten haben wir ja auch teilweise den ein oder anderen Flasher gebaut. Und da muss ich sagen, ich hätte das Vertrauen zu China-Tools nicht. Was mich generell an den Flashern mittlerweile alle stört, und die sind ja im Prinzip, also die ich so kenne, sind alle nach demselben Strickmuster. Also ich sag mal so, man muss auch schon sagen, wenn man jetzt das Ding hier sieht, ja, in einem traurigen Bopla-Gehäuse was weiß ich, D-Sub und Pfostensteckern, also sieht aus wie vor 30 Jahren. Ja, für 7.500 Euro könnte auch ein schöneres Gehäuse dabei sein, aber egal. Funktioniert. Die Technik ist gut, wenn du die Software-Oberfläche siehst, das sieht auch aus wie ein MS-DOS-Programm von 1985, aber es funktioniert und somit will ich es auch in der Hinsicht gar nicht kritisieren. Was mir nicht gefällt an den ganzen neuen Flashern, ist, dass du permanent eine Internetverbindung brauchst. Ja? Ja, und was mir auch nicht gefällt, früher war es im Prinzip so, du hast einen Flasher gekauft und für die jetzt so Sachen überhaupt nicht kennen, das trägt nur dazu bei, dass du einen Datenstand vom Auto lesen und aufs Auto zurückschreiben kannst. Also damit kannst du jetzt noch kein Kennfeld in dem Sinne machen. Nee. Das heißt, du brauchst dann noch irgendwie ein Programm wie WinOLS oder wie DigiView oder wie was auch immer. Fällt mir gar nicht mehr ein, wie das von DIM hieß. Wie hieß das? Weißt das mal? War Race 2000. Race 2000, ja. Genau. Ja, also das ist quasi nur die Schnittstelle. Und das ist auch das, was wir immer schon gesagt haben, wenn dann irgendwelche Schlaumeier-Tuner sagen, wir können jetzt schon den neuen Blablabla. Ja, das rührt nur daher, dass der Hersteller von so einem Tool dann ein Update anbietet, wo das Auto geht. Da steckt keine Entwicklungsenergie des Tuners dahinter. Und man muss auch zusagen, was dann auch, selbst wenn mal so jemand auch mal eigenes Kennfeld macht, man kann sich ja auch von den Herstellern, und ich glaube, das machen die auch alle, kannst du ja auch diese Masken kaufen. Ja. Also Masken bedeutet quasi, weil wenn du so das WinOLS mal aufmachst oder auch das DIM, da siehst du erstmal nur Hex. Der in Kiel macht's nicht, der macht die Review, der ist hardcore. Der kann's halt auch, ne? Der ist halt richtig der Crack, ne? Der erkennt es auch ohne.
Aber ich glaube auch viele nehmen diese Masken und dann steht dann auch da, das und das ist das und das Kennfeld. Und dann kannst du da drin rumspielen. Gut, klar musst du da auch noch wissen, wo du hingehst, wie mit Lastentzündung. Aber wenn du so ein bisschen den Zusammenhang verstehst, dann kannst du relativ einfach, zumindest sagen wir mal bei einem herkömmlichen Diesel, EDC 16, EDC 17, relativ einfach ein Kennfeld eigentlich auch selber machen. Mit diesen Masken. Ohne wird es sehr schwierig. Wenn man da sich nicht auskennt, da siehst du nur Hieroglyphen, ne? Und da weißt du nicht, wo du suchen sollst. Ja? Um nochmal kurz auf meine Kritik an diesen Teilen generell zurückzukommen. Früher war es so, was weiß ich, beim Flash Booster Byte Shooter oder so, oder bei irgendwelchen BDM-Geschichten, du hast quasi einen gewissen Stand gekauft und den konntest du verwenden bis zum jüngsten Gericht. Und wenn du dir halt kein Update gekauft hast, dann konntest du halt irgendein neues Auto nicht machen, aber du konntest es machen. Das, was du bezahlt hast. Mittlerweile ist es bei vielen so, dass du quasi, obwohl du für das Gerät viel bezahlst, dass du quasi noch ein Abo abschließen musst. Für ein Jahr. Und wenn quasi dein Abo weg ist, dann hast du auch keinen Internetzugang mehr. Früher war es so, dass du quasi ein Checksum-Tool hattest, das hattest du auf dem Rechner. Das konntest du immer benutzen. Das war von Dimsport klasse, gell? Dieser DS-Manager. Wenn du halt neue Checksummen gebraucht hast, dann hast du die halt gekauft unter Umständen. Wenn du es nicht selber gemacht hast, was eher wenige gemacht haben. Und bei diesen Geräten ist es halt so, dass quasi die Checksumme dann, ich sage jetzt mal, online drüber gegeigt wird. Und es ist halt auch so, du bist da quasi immer im Zwang. Du brauchst die Internetverbindung und du musst immer dein Abo am Laufen halten. Ja. Sonst kannst du dir im Prinzip ein Ei drauf backen. Und es gibt halt auch viele, die das umgestellt haben, weil zum Beispiel das Ding von dem OBD, mein Namensgedächtnis, von dem Vogel aus Hamburg, da OBD, wie hieß dieser Master da? Byte Shooter? Nein, nicht. Das andere Ding, was wir auch in unserem Video da gezeigt hatten. Optikan Master, genau. Ja. Da war es auch so, als man das Ding irgendwann mal gekauft hat, war das auch noch so eine Lösung. Kaufst du kein Update, dann kannst du halt nur das, was du drauf hast. Mhm. Und der hat dann auch umgestellt auf diese Abo-Lösung. Da habe ich noch telefoniert, das weiß ich noch. Ja, und dann gab es da irgend so ein Special oder so, keine Ahnung. Und wir mussten das Gerät hätten wir aber hinschicken müssen. Ja, genau. Und da muss ich sagen, das finde ich heute echt uncool. Ja? Du bist immer in der Abo-Falle. Du bist quasi, wenn du aktuell sein willst, musst du, gut, es ist vielleicht billiger auch, als wenn du Updates einzeln kaufst. Aber grundsätzlich sage ich mal, mir würde es besser gefallen, ich kaufe mir das, was ich brauche. Das kann ich benutzen und ich brauche da keinen Server dazu und keine Internetverbindung. Und das Ding geht einfach, so wie früher. Ja? Das stört mich an diesen ganzen Teilen. Grundsätzlich ist es aber so, mit den Tools, mit denen wir schon immer gearbeitet haben, da haben wir eigentlich durchweg ja gute Erfahrungen gemacht, da hatten wir nie so Trouble. Und jetzt hier dieses CMD-Teil, das gibt es auch schon ewig, nur wir haben es nie auf dem Schirm gehabt. Haben wir auch nicht gebraucht. So nee, aber das war jetzt auch die Überlegung, das eine oder andere mal wieder abzudaten oder hier quasi was Neues zu kaufen. Und also was ich so höre, scheint es schon sehr schnell und sehr zuverlässig zu laufen. Von daher lassen wir uns mal überraschen. Und bei China-Geräten wäre ich immer vorsichtig, weil du brauchst nur mal bei einem teuren Auto irgendwie ein Steuergerät so richtig fisten. Dann ist das Ganze, was du gespart hast, auch schon wieder. Dann ist die ganze Ersparnis zum Teufel. Plus den Ärger, ja. Ja, und was weiß ich, dann erzähl mal dem Kunden irgendwie von seinem 150.000 Euro Auto. Ja, boah, springt jetzt nicht mehr an. Irgendwas ging da nicht. Ja, was weiß ich, schleppen wir irgendwo hin, was erzählst du denen, warum brauchst du ein neues Steuergerät? Ja, ich weiß, es gibt für alles Möglichkeiten, kodieren, bla bla bla, und man kann auch, und meistens hat man ja auch irgendwas wieder gerettet gekriegt, wenn es mal im Arsch war oder so, aber trotz allem muss ich dieses Risiko nicht eingehen mit den China-Gurken. Nee, bin ich deiner Meinung. Ja. Auf jeden Fall. Genau, und trotzdem ist das Bobler-Gehäuse ziemlich popelig. Sehr vertrauenserweckend auf jeden Fall. Ja. Mann. Ja, warte mal, ich würde hier nochmal über den Zettel gucken. Thema Motoröle, Longlife, Leichtlauf, Rasenmäheröl, habt ihr da was zu erzählen? Da müsste ich auch wieder die Brille aufsetzen. Ich glaube, das machen wir ein andermal. Wobei, ich glaube, wir hatten auch schon mal über Additive gesprochen. Ja, Additive, aber jetzt so generell, wenn du Auto getunt hast, was für ein Motoröl verwendest du dann, das Dings und hier und jetzt, das ist auch immer,
Also ich verwende das Öl, das auf dem Aufkleber im Motorraum steht. Aber die Leute interpretieren auch immer so viel rein, auch mit ihren Zündkerzen und so. Das ist ein schwierig. Ja. Und ja, wenn da mal die Öltemperatur 5 Grad höher ist, dann schreien sie schon und das funktioniert doch nicht. Wenn ich noch YouTube-Videos kritisieren würde, was ich ja nicht mehr tue, da bin ich auch mal auf was gestoßen. Irgend so ein Hyundai-Fahrer, der dann gesund gebetet hat, warum er irgendein Öl und irgendein Kraftstoff fährt und dann irgendwie an der Verfärbung seines Auspuffendrohres da. Ja, ach, das hast du. Ja. Ja. Oh da Gott. Kann ich nur sagen. Hass. Wenn ein bisschen schwärzlicher Ruß manchmal hinten rauskommt, ist dann nicht ist so das, verkehrt. Ist das was Gutes eigentlich, ne? Und ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer das war oder was das war, weil wie gesagt, so ein paar Kommentare sind abhanden gekommen. Was wir so für YouTube-Kanäle gucken oder nicht gucken oder gut finden, wird immer wieder gefragt. Habe ich ja schon gesagt mit alte Schule. Was ich auch ganz gerne mal gucke, nicht alles, weil manchmal habe ich auch das Gefühl, Junge, jetzt wirst du zu sehr Influencer. Mhm. Aber wo ich teilweise wirklich sage, es gefällt mir, wenn einer sich so reinhängt und so in Maschinen investiert und tüftelt und bohrt und macht. Also auch wenn er dann am Ende irgendwelche Influencer in der Werkstatt hat. Subi Performance, das finde ich sehr interessant. Und ich sage mal so, das ist eigentlich noch ein junger Kerl, was der so abliefert, was der den Leuten auch an Wissen vermittelt. Ich glaube auch, der schafft Interesse bei jungen Leuten, sich für diese Technik zu interessieren. Er ist ein Subaru-Liebhaber, bin ich auch. Ja. Ja. Und also ich könnte mir, habe ich aber glaube ich auch schon mal gesagt, ich könnte mir durchaus vorstellen, für einen Subaru, weil ich von Subaru nicht den allergrößten Plan habe, gebe ich auch hier an der Stelle zu, mir für einen Subaru da mal einen Motor bauen zu lassen. Also das ist jetzt ein Kanal, da muss ich ja sagen. Der macht ja auch, was weiß ich, der kann ja auch viele andere Sachen, dadurch, dass er halt so bewandert ist, ob der jetzt da den GTR-Motor, also den RB26 macht oder einen Supra-Motor, einen alten 2JZ GTE, das kann der alles. Also der hat es schon drauf, ja. Das ist halt, ich sag mal so, der hat halt jetzt nicht so die Durchschlagskraft, weil es halt viel Technik auch ist und die Leute wollen eher unterhalten werden. Ich meine, der ist schon ein bisschen unterhaltsam auch mit seinem Espresso und was weiß ich, ne? Und aber ja. Und vor allem, ich glaube, der hat sich in diese ganzen Maschinen so alleine reingetuftet. Ja, das ist krass. Also das, das spielt ja nicht nur. Ich war da sogar mal letztes Jahr, ja, weil die hatten auch einen von den letzten Final Edition WRX. Ich bin mir mit seiner Mutter allerdings nicht einig geworden. Mit der Mutter auch noch? Ja. Und musst du nicht überzeugen, sagen, die Mutti, ja? Ich habe dann bei Subaru Saar Autohaus am Kraftwerk habe ich dann einen bekommen, einen der letzten 9. Und das ist aber, die Mutter war auch ganz stolz, sagt, aber auch wenn sie bei uns kein Auto kaufen, gucken sie mal unser Sohn, was der alles baut, vielleicht kann der ihnen mal einen Motor machen. Ja. Ja. Und da muss ich sagen, also das ist ein Kanal. Das ist halt sehr technisch, ja. Ja. Also ich gucke zum Beispiel auch diesen, wie heißt der, das ist so ein Schwede, Peter Samenström? Björk oder so. wie heißt der? Peter Björk oder sowas? Der baut auch so in einen Volvo Supramotor ein und macht so Driftgeschichten und hat auch einen Lamborghini Gallardo, wo er selber so einen Twin-Turbo-Umbau macht und dann, der hat auch so einen eigenen Shop, wo er so, der baut auch so diese Werkzeuge und der baut sich die Getriebe dann um und selber und so. Ist halt alles sehr technisch, aber in seiner Werkstatt da, die auch aussieht wie die Sau, eigentlich, aber das gucke ich mir auch ganz gerne an. Ja. Und am liebsten gucke ich mir eigentlich so Street Racing Videos an oder sowas. So aus den USA, oder? 1320 Video und sowas. Ja. Und That Racing Channel oder so. So diese ganz kranken Dinger, illegal. Ja. Keine Ahnung. Nee, ich muss sagen, also wie gesagt, alte Schule gucke ich sehr viel und Subi Performance nicht alles. Manchmal habe ich auch das Gefühl, er wird mir zu sehr Influencer, aber technisch... Muss auch sehen, wo er bleibt. Ja, klar. Und dann muss ich natürlich sagen, wenn wir schon dabei sind, jetzt werden mich wieder die Autoliebhaber hassen, ich bin zutiefst betrübt, dass so Kanäle wie KenFM und Rubicon von YouTube verbannt wurden, weil da habe ich auch sehr viel Energie rausgezogen, habe das sehr gerne gesehen und da gibt es einige mehr, die da jetzt richtig
gejagt und verbannt werden. Ja. Und das nervt mich und das ist aber mehr ein Thema für Tuning-Patrioten. Stimmt, ja. Aber, Tim Kellner kann man immer gucken. Ja, ich muss sagen, also KenFM, ja, bin ich ein großer Fan von. Aber man kann ihn ja weiterhin auf seiner Website verfolgen. Ja. Also Dings guckst du aber gar nicht so. Pornos? Ja, ja, genau. Ja. Ich gucke zum, weiß ich, was habe ich noch abonniert? Belgien Motorsport oder sowas. Die dann halt, das sind so eigentlich so Carsporter, die ja, dann nur diese, auf Rennstrecken unterwegs. Wie heißt der Bozzi? 1992. Aber das ist halt, in Monza da ist und sowas. Der ist fast immer in Monza. Ja. So Sachen gucke ich und gerne. Und das sind Autos, die mich auch interessieren. Genau, so Gruppe, ob es Gruppe C ist, Formel 1 Autos, irgendwelche kleinen ja. Rennwagen, Procar. Der ist auch manchmal im Nürburgring oder so. Und da gucke ich immer gerne mal rein, so soundmäßig und wie die Autos, dann hat er auch mal ein paar Daten noch dazu und auch mal einen Text und so. Und ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt und es führt auch zu weit und das ist jetzt auch mein letztes Sätzchen für heute. In Monza, da war ich mit Kleriker Zoni und, Kappe Brigitte, hast du noch, ja? Und Brigitte Nielsen. Ja. Die war damals noch geil. Die war noch geil. War die da schon mit dem Stallone zusammen? Oder? Nee, das war schon nach dem Stallone. Nach dem da Stallone. War sie mit einem Schweizer Rennfahrer zusammen, dessen Namen ich jetzt aber leider auch schon wieder vergessen habe. Aber die war auf alle Fälle auch irgendwie mit dem Regazzoni gut bekannt. Okay. Ja? Die Brigitte. Die Brigitte, ja. Die Frau Ivan Drago. Ja, das stimmt, oder ja. Was noch? Red Sonja, gell? Ja, auch. Oder bei der Police Academy. Ja, hat auch mitgespielt. Das, ja. Kennt heute. Red Sonja kennt wahrscheinlich keiner. Das war auch böser Trash ja. Eigentlich. Oder? Ja, das war noch schlechter als Conan. Als Conan, ne? Ja. Oh Mann. Wir reiten es immer tiefer rein. Ja. Oh Mann. Ja, ich würde sagen, eine Stunde 16, ey, heute. Es wird immer länger hier. Ja, ah, ja, gut, aber es ist auch, bis wir uns immer zusammenfinden, ja. Es muss sich auch lohnen. Und jetzt ist ja mit Sicherheit auch wieder, gehen wieder 4 Wochen ins Land, bis wir wieder das nächste Ding an den Start bringen. Also Weihnachtsspecial muss noch gehen. Ja. 4-Millionen-Special muss noch ja. gehen. Ja. Genau. Ja, genau. Ja, du. Wir haben es ja vor, ja. Ein monatliches Raum. Mal gucken, wie wir es hinkriegen oder was uns irgendwelche harten Lockdowns jetzt hier noch in die Suppe spucken. Müssen wir uns mal schlau machen, wie es mit so irgendwie, ich glaube Zoom heißt das Programm, wo man so Online-Talks quasi machen kann. Oder ob man das mit TeamViewer oder so, keine so Ahnung. So meinst du das, ja. Wenn wir jetzt nicht zusammen... Also, ja, diese komischen... Was ich sehe das immer bei Nuovisio da, wenn sie da ja, zu dritt oder zu fährt. Irgendwie wird es gehen. Ja, und wenn sich dann noch irgendwer reinhackt in unser Talk. Genau. könnte passieren. Gut. Ja. Dann sind wir für heute durch. Bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Übrigens, mir fällt immer auf, wenn ich dann gucke, die durchschnittliche Guckdauer, die ist teilweise gar nicht so lang wie das Video. Mhm. Da muss ich euch mal kritisieren, ja. Freunde. Was soll denn das? Wenn wir uns hier die Mühe machen, dann müsst ihr auch durchhalten. Müsst ihr auch bis zum Ende unseren Schwachsinn anhören. Genau. Ja. In diesem Sinne. Dann bis bald, würde ich sagen. Ne? Wiederhören, rechts Gas geben. Richtig, Vollgas. Ciao.